Hallo, mein Name ist Luca. Meine Damen und Herren, wir spielen heute ein Spiel, in dem ein Meteorit auf die Erde fliegt und in 60 Sekunden einschlägt. Man hat also noch eine Minute zum Leben und mehr weiß ich noch nicht. Ich klicke mal direkt auf Start. Der Bildschirm wird schwarz. Hier steht Now Loading, also der Meteorit lädt jetzt, der gleich auf die Erde fliegt. Aktuelle Nachrichten. Die NASA hat soeben mitgeteilt, dass ein Meteor gleich mit der Erde kollidiert. Okay, scheiße. Erstaunlicherweise bleiben uns nur noch 60 Lebenszeit. Was ist denn Lebenszeit? Was habe ich da gerade gesagt? Ich habe nur noch 60 Sekunden, verdammt. Ich wurde doch heute erst zum Nachrichtensprecher befördert. Könnt ihr in den 60 Sekunden vielleicht ein bisschen besser Deutsch lernen? Was ist es wahr, dass die Erde zerstört wird? Ich kann es nicht glauben. Was soll ich nur mit den verdammten letzten 60 Sekunden meines Lebens anstellen? Kann ich jetzt machen, was ich will, selbst wenn es illegal ist? Wie wäre es, wenn ich einen Apfelbaum pflanze? Ja. Wenn ich nur noch eine Minute zu leben hätte, würde ich auch erstmal einen Apfelbaum pflanzen. Verdammt nochmal, ich habe noch nicht einmal Zeit, darüber nachzudenken. Los geht's. Okay, wir sehen hier oben, wir haben noch 60 Sekunden. Und go. Anscheinend läuft unsere Zeit nicht ab. Also sind wir unsterblich. Hiermit können wir uns bewegen und laufen. Hiermit können wir Leute küssen. Hiermit können wir Leute boxen. Hier ist der Nachrichten... Was ist denn... Was ist denn er hier für einer? Kann ich den auch umboxen? Oh mein Gott, jetzt habe ich ihn. Ich habe einen Baseballschläger. Hier bin ich jetzt in der U-Bahn. Hier steht einfach eine Frau nackt rum. Die küsse ich jetzt auch mal ein bisschen. Oh, die gibt mir eine Backpfeife. Vom... Sie hat mich aus der U-Bahn rausgeschmissen. Lady, du kriegst ab eins über den Maul, ey. Also hier durch die U-Bahn können wir auch noch weiter durchlaufen. Hier die Leute, die sich geküssen. Hier kommen alle umgeboxt. Weiter geht's. Hier, was ist das hier? Ist das hier die NASA oder? Das ist eine Rakete. Ich glaube, ich kann wegfliegen mit der Rakete. Was muss ich denn dafür machen? Den Typ küssen? Ja, okay, ich habe den Typ geküsst. Aber er, sie gibt mir eine Backpfeife. Ey, komm, lass mich in die scheiß Rakete, Digga. Ich muss... Oh. Ich hab's verkackt. Wir fangen jetzt mal von vorne an und laufen diesmal in die andere Richtung. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen durchboxen. Jetzt bin ich hier in einem Park. Hier ist ein Hund. Den kann ich auch boxen, aber ich glaube, da muss ich mit Liebe. Nee, auch nicht. Hä? Also da geht's ja auch rein links. Aber keine Ahnung. Muss ich hier vielleicht ein paar Leute erstmal alle abknutschen oder so? Die freuen sich alle. Er hier freut sich auch. Der freut sich auch. Hier das Pärchen, wenn ich die küsse, die... Oh nein, da hat mich die Freundin geschlagen. Kann der Hund mich nicht auch reinlassen, wenn ich ihm hier ganz nett küsse? Oder wenn ich hier den Hund boxe? Nee, ich glaube, ich brauche den Baseballschläger für den Hund. Also ab zurückgelaufen zu ihm hier. So, zack, Baseballschläger mitnehmen. Den habe ich jetzt. Jetzt zurück zum Hund. Ich habe noch 3 Sekunden, Alter. Das muss ich doch schaffen. So. Zack. Oh mein Gott. Ich kann rein. Oh. Aber da geht's auf jeden Fall noch weiter. Also gehen wir diesmal direkt zu diesem Footballspieler hier. Genau, gib uns das mal zurück. Nicht. Wahrscheinlich haben die beim Football einen Baseballschläger, oder Luca? Und jetzt ab durch den Park hin zu dem Hund. So, du gehst weg. Ich gehe hier vorne rein. Und jetzt sehen wir schon, hier sind Leute mit Waffen. Oh mein Gott. Okay, ich baller jetzt hier die Leute ab. Oh, was ist das denn? Du hast einen Nuklearempfänger. Klicken zum Benutzen. Ein paar Sekunden später. Lol. Au. schlussendlich, ich bin tot. Es war ein gutes Leben. Wahnsinn, Luca. Ich dachte vielleicht, dass diese Rakete auf dem Meteor gelenkt werden kann. Aber nein, sie ist direkt zurück zur Erde geflogen. Was ich jetzt mal machen wollte, war den Hund hier zu küssen. Vielleicht kann ich dann mit dem hier irgendwie zusammenlaufen. Okay, er läuft zumindest mit mir mit. Oh mein Gott, was ist denn, wenn ich mit dem Hund jetzt zu dem anderen Hund gehe? Also ich gehe hier rüber, da ist der böse Hund. Und da rechts kommt jetzt der liebe Hund. Ja. Schön. Die beiden sind zusammen. Ich kann euch auch küssen. Kann ich den noch boxen? Nee, kann ich nicht. Aber jetzt kann ich auch wieder hier reinlaufen und kann mir auch wieder seine Waffe gönnen. Genau, jetzt habe ich die Waffe. Viel mehr passiert hier aber gerade nicht. Jetzt habe ich wieder... Jetzt habe ich die Waffe gegen den Baseballschläger getauscht. Ich Vollidiot. Also ich habe jetzt wieder den Nuklearempfänger. Ich werde den jetzt nicht hier drinnen zünden, sondern so weit wie ich komme. Also ich habe noch 3 Sekunden. Ich werde ihn jetzt direkt vor mein Haus setzen und zwar hierhin. Ne? Vielleicht... Schießt die Rakete jetzt genau wieder auf die Erde. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, das Level zu schaffen. Also ich bin jetzt direkt hier durchgegangen, gönne mir jetzt von ihm schnell die Waffe, damit ich das Beste direkt schon mal habe. Jetzt baller ich das Ding hier mal auf, nehme dieses Teil hier mit, weil vielleicht muss ich damit jetzt zu diesem NASA-Ding da hinten gehen. Das heißt, erstmal baller ich den Typen hier weg. Jetzt ab durch die U-Bahn, hier kann ich auch noch ein paar Leute umballern. Ich meine, ich habe eh nur noch 60 Sekunden zum Leben. Jetzt bin ich hier hinten, baller die Leute um und bin jetzt auch hier und werde nun, weiter komme ich nicht, oder? Nee, weiter komme ich nicht. Ich stelle jetzt hier dieses Teil hin. Aber die Rakete fliegt hoch und sie fliegt auch wieder runter, hä?
Wie kann ich das denn retten? Also ganz schnell hier hinten den Nuklearempfänger geholt. Jetzt ganz, ganz schnell wieder hier hinten zurücklaufen. Ich glaube, die ganzen Leute, die hier so rumlaufen, die sind alle relativ unnütz. Hier weiter durch. Hier ist auch nichts. Niemand Besonderes. Jetzt hier durch. Die baller ich alle um. Dich baller ich auch um. Jetzt hier. Oh mein Gott. Ich bin in der Rakete. Leute. Ich habe sogar noch 17 Sekunden. Oh mein Gott. Da ist der Meteor. Ich bin jetzt hier wieder auf dem Level. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich glaube, hier muss ich jetzt das Teil aufstellen. Oh mein Gott. Wenn das klappt. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Schlussendlich, ich bin... Hä? Ich habe doch den Meteor besiegt. Hä, stirbt man da so oder so? Oder verstehe ich das jetzt falsch? Ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen anders machen. Hier ist der Nachrichtensprecher, den habe ich jetzt mal geküsst. Der sagt aber gar nichts. Hier von ihm kann ich mir auch einen Baseballschläger gönnen. Mit dem Baseballschläger kann ich auch den hier umhauen. Genau, jetzt habe ich hier noch einen Baseballschläger. Da ist die Tante, die kann ich mir echt nicht klären, ne? Nee, hä? Was gibt die mir denn eine Backpfeife? Das Pärchen hier kann ich umhauen. Hier ist noch so ein Schulmädchen, aber mit der kann ich auch nichts machen. Hier vorne ist ja nur die NASA und so. Hier komme ich nicht durch. Der hat ja ein Schutzschild. Was ist, wenn ich den küsse? Oh. Aber der lässt mich auch nicht durch. Also ich glaube, so wie ich das gespielt habe, also erstmal dieses Nuklearding holen und dann den NASA-Menschen abknallen und dann in die Rakete setzen, das ist schon richtig. Ich bringe auch gerade einfach jeden um hier. Kann ich ein Taxi nehmen? Ja, das Taxi kann ich sogar auch zerhauen. Hier vorne den Typen, hier ist der Nachrichtensprecher wieder, der sich vorhin ausgezogen hat. Du kriegst auch noch eins über die Rübe. Okay, die Zeit ist wieder um. Ja, und jetzt sind wir wieder tot durch den Meteoriten. Die Sache ist allerdings, wir haben uns doch keinmal hier alles durchgelesen, wenn wir sterben. Ich sehe eine weiße Landschaft. Was soll das sein? Der Himmel, ist es das? Du bist fertig. Wach bitte auf. Wo bin ich? Wir kriegen unsere Maske ab. Wir haben soeben einen Persönlichkeitstest mit Ihnen durchgeführt. Sie befanden sich in einer virtuellen Realität. Dein Scheiß Ernst, Alter? Ich will dir die Welt retten? Und da war nur Virtual Reality? Virtuelle Realität, also wurde die Erde gar nicht zerstört. Das ist richtig, unsere neueste Technologie ist wie aus dem Film Matrix. Sie ermöglicht Ihnen, ein virtuelles Leben in kurzer Zeit zu erleben. Durch die Analyse Ihres Verhaltens können wir präzise Rückschlüsse auf Ihren Charakter ziehen. Eigentlich sollte ich dir auch sagen, deine Familie hat diesen Test auf dem Bildschirm verfolgt. Oh. Mein Sohn, ich hätte nicht gedacht, dass du einer von der Sorte bist. Du bist Abschaum. Wie kannst du dich selbst noch Mensch nennen? Bist du ein Psychopath? Ich kann es nicht fassen, dass du Leute getötet hast. Ich denke, wir sollten uns trennen. Nein, Jule! Onkel, warum hast du gelacht, als du Menschen getötet hast? Hat dir das Spaß gemacht? Junge, so ein Spasti, Alter. Ich möchte so ein cooler Mörder sein wie du, wenn ich groß bin. Okay. Aber mehr kann ich da wirklich nicht machen, ne? Ich kann hier noch auf deine Liste klicken und dann sehen wir schon, die drei Sachen haben wir. Beziehungsweise willst du einen Hinweis? Das Ergebnis von Rom-Verhalten. Du kannst eine Atombombe beim Nuklearlager im Westen bekommen. Die Bulldogge kannst du ablenken und einem... Okay, ich glaube, das sind Sachen, die ich schon geschafft habe. Wenn du ein Held bist, solltest du niemanden opfern, während du die Welt rettest. Okay, also da steht, man kann das ganze Level auch abschließen, wenn man einfach nur freundlich ist. Also ich habe jetzt hier den Hund geküsst, hier den Baseballschläger bekommen. Die Mülltonne muss ich ja umhauen, die kann ich ja nicht auch noch küssen. Die beiden Hunde hier sind wieder in Love. Mit dem Baseballschläger kann ich auch das Ding hier aufhauen. Da muss ich ja nicht unbedingt die Waffe am Start haben. Genau, jetzt habe ich den Nuklearempfänger. Und jetzt ab hier nach hinten durch. Ich bin zu Fuß schneller als die Fahrradfahrer. Und hier hinten ist jetzt die Polizei. Das Teil muss ich ja weghauen, aber der hier... Nee, der lässt mich nicht vorbei. Der lässt mich nicht vorbei. Den muss ich weghauen. Was ist, wenn ich hier dieses Nuklearding hinsetze? Ich glaube, dann passiert das gleiche wie vorhin auch, dass die Rakete nämlich hochfliegt und zack, wieder runter auf die Erde. Hä, wie soll ich das denn hinkriegen ohne Gewalt? Ich habe dann ein bisschen rumprobiert und dabei entdeckt, dass wenn ich dem Mädel eine Backpfeife gebe und sie dementsprechend hinter mir herläuft, dass wenn ich dann bei der NASA angekommen bin, dass sie sich dann für den Typen interessiert und man dort dann quasi keine Gewalt anwenden muss. Also ich habe den Nuklearempfänger und sie muss ich jetzt küssen. Nee, nicht dich, ich muss sie küssen, genau. Sie läuft mir jetzt hinterher, das heißt, ich gehe jetzt hier vorne hin, hau das hier eben weg. Das heißt, dass die Dame, wenn sie ankommt, direkt mit ihm dann... Hallo? Du musst dich ein bisschen beeilen hier. Komm, ihr habt noch 10 Sekunden, ihr beiden geht am Rumteuteln. So, genau, ich gehe in die Rakete. 5 Sekunden. 4. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist nicht wahr. Nein! Ey, ich musste nur noch auf den Kack-Knopf drücken. Wisst ihr was? Ist mir auch scheißegal. Das Ganze ist eh nur eine Kack-Simulation von irgendeinem Doktor. Also, warum bemühe ich mich da überhaupt? An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen hoch bei diesem Video da und schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr machen würdet, wenn ihr jetzt nur noch 60 Sekunden Zeit hättet, um zu leben.